Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit dem allermächtigsten Alexander. Bob euch. Jetzt halt den Rest eben. Ich wollte das Stream machen. Gut, aber ich habe mir jetzt überlegt, wir machen hier mal eine kleine Runde Oldschool West Tech. Einmal ein bisschen die Strahlreserven wieder auffüllen. Denn wir brauchen doch das Stahl. Und ich habe einfach mal wieder Bock drauf auf eine Runde West Tech. Die ist ja schnell gemacht. Einfach hier mal kurz drüber geflogen. Mit zu wenig Munition angegriffen, beim Nachladen geblockt. So wie man es kennt. Halt, mitnehmen will ich es trotzdem. So. Schon mal ein Stimme auf nächstes Spielbrett wieder. Werde ich ja öfters wieder Stahl farmen. Zwei Raketen. Musstest du mich jetzt beißen, Hundi? Ist ja schlimm mit dir hier. Genau, das ist kein Spiel. Hallo, ihr zwei. So, einmal mitgenommen. Und falls du dich da hinten jetzt sicher fühlst, das kannst du dir abschenken. Hier ist niemand sicher vor mir. So, zack, zack. Ein paar Eimerchen mitgenommen. Alles Stahl. Sonst komme ich doch wieder in Armut. Ach, guck mal, hier ist sogar noch eine Powerrüstung. Gleich mitnehmen. Das ist ein Stahlschrott. Dann kann ich hier wieder an den Fusionskern nuckeln lassen. Ja, ich habe gesehen, dass er hier schon wieder teleportiert hier. Nicht die feine englische. So. Zu spät Popcorn gefressen. Und weiterlaufen. Na, nicht ganz geschafft. Jetzt aber. So, gucken wir mal. Random Spot. Was haben wir hier? Heute haben wir Blutadler hier. In der Nähe? Du meinst wohl, von oben kommt was geflogen? So, und ihr hattet als Gegner Floaties. Die kommen auch geflogen. Platzt ein Floater in der Luft. Kommt eine Leiche runter. Oh, da habe ich noch einen übersehen hier. Das geht so nicht. Gleich wieder Kehrtmarsch machen hier. Gleich wieder Kehrtmarsch. So, weiter stiefeln. Kommt ein Turtle geflogen. Hat keine AP mehr gehabt. So. Mitten reingeplatzt hier. Aha. Alarm hat er sogar noch auslösen können.
Na, mal sehen, ob der mir hinterherkommt. Ich warte jetzt nicht auf den einzelnen Dude da. Da ist mir die Todeskralle viel wichtiger. Oh nein, Opossums. Und Todeskralle. Ist schon scheiße, wenn man Nahkampf ist und ich kann fliegen, ne? Der Äppel ich hier auch schon Todeskrallen. So weit ist es mit mir gekommen. Kann sie ja nicht immer mit Fisto wegfisten. So. Nicht weinen, auch du wirst gemacht. Oh, Fusionskern. So, du da oben? Unten schon? Ne, da oben. So, die Einzelteile hier unten einmal einsammeln. Dann gibt es nochmal einen Hirsch gratis. Jetzt. Sie wollten nicht schießen. Ladehemmung. So, einmal zwischendrin hier looten. Genau, fang meine Kugeln. Machst du fein. Ich bin der Tod von oben. Da rennt er weg da. Das gibt's ja wohl nicht. Hier wird nicht Verstecken gespielt. Hier wird doch nicht Verstecken gespielt. Immer diese Mutanten. So. Nicht blutbefleckt genug, Alex? Nee. Ich bin nur busy. Hat Louis Spieserle, hat er gesagt. Ich muss schnell Gammelfleisch essen. Gammelfleisch essen. Ich mach dann eher zu Dünger. Gibst du gar kein leuchtendes Blut oder hast du keine Reiseapotheke? No. Einfach immer Gammelfleisch. Immer Gammelfleisch. Brauchst du auch eine Krankheit für den Seuchenstreuner? Ja. Ich denke, ich muss einfach kaputt Fleisch fressen. Klappt's auch mit dem Schaden, sie sehen wir nur Bärchen. Schreibt mal später rum, ich komme gleich zu euch. Ich gehe erstmal hier oben den hier machen. Ach da! Standst du in der anderen Ecke hier. Danke für deine drei Raketen. Die nehme ich dankend entgegen. Und ihr beide habt geschlafen. Erst heult ihr wegen mir rum und dann, wenn ich wiederkomme, ne, dann habt ihr mich vergessen. Ist so schlimm, ey. Wie schlägt denn eine Red Kakerlake zu? Ach, nicht immer noch. Sogar legendär. Ich
müssen wir mal aufpassen, Alex. Irgendwann gibt's Red Kakerlaken mit Boxhandschuhen. Olle. Ach, da bist. Ja, grüß Gott. Hier kein grünes Zeug. Ja, hier kein grünes Zeug. Geh nach Oasis. Das ist genug grünes so Zeug. Langweilig. Echt jetzt? Müssen wir das Kontext auskommen? Was? Hier sind die was ausgegangen? Habe ich das richtig gehört? Ja, wusste ich. Ja. Wart ab. Wir sind gleich fertig mit der Aufnahme. Wart ab. Mach gut Platz in deiner Kiste frei. Der Bike hat trotzdem leer. So. Ah, unter mir. Ach, da bist du schon lang gelaufen. So, haben wir noch einen? Einen haben wir noch. Zwei sogar noch. Ui. Erstmal wegniedeln hier. Ach, Hundi haben wir auch noch da. Ja, nicht wieder. Ich komm hoch und du springst runter. Mhm. Machen wir die richtigen Hunde hier. Gut, im Gebäude haben wir jetzt auch soweit alles fertig. Heute im Schnelldurchlauf. Hauptsache noch ein bisschen Plastik dazu bekommen. Gerade ein bisschen zu heikel da mit dem Helm. So. Können wir noch mal gucken, dass wir jetzt hier gleich die Floater noch mal abräumen? Na, ist hier noch was? Frischer Wind oder so? Nee, leider nicht. Und der Floater greift natürlich instant die Flucht da hinten. Das habe ich gesehen. Da flüchten die schon. Wir wissen ganz genau, was dem blüht. Platzkuchen. Auf zum letzten Rest und oh Gott, meine Minigun geht bald kaputt. Das geht doch nicht. Muss ich ja bald reparieren hier. Oder wenn im Ghoul tötet das Granatenwerfer, natürlich. Mit Körperteilschaden. So. Du endlich sterben. Ich hunger. Ja, dann hungert müsst ihr weiter, ne? Das ist klar. Weil Essen gibt's heute keins mehr. Auch der Alex hat nur noch Verdorbenes. Hier hat schon gebratenes Fleisch dabei, kann er? Nee, hab ich nicht dabei, hab ich nicht dabei, hab ich nicht. Gratis Luxus. Hab ich nicht dabei, nein. Luxus können wir uns nicht leisten. Scheiße, ich bin auf Luxus.
Mit gebratenes Fleisch dabei. Viel zu teuer, Luxus. Das kostet Holz. Das ist viel zu teuer. Das kostet ja Holz. Nein, modernen Hund, lade ich muss nachladen. Ah, stirbt. Bettelst wirklich bei einem Mutantenhund um Gnade? Ja, stirbt. Oh. Oho. Seh sie schon. So. Eine große Wackelpuppe. So, heute ist wirklich mein Wackelpuppen-Day. Ich riech sie förmlich. Ich kann sie in der Nase schmecken. Wieso ist der tot? Und warum sind die schon wieder die Ghule tot? Och, was habt ihr denn hier schon wieder gemacht? Ich bin vor Angst gespannt, wie es noch gespawnt bist. Also, schönen Dank. Die haben sich gedacht, oh, der Boy kommt, ja, da sterben wir lieber gleich. Schönen Dank. Dann krieg ich aber kein Loot. Dann krieg ich kein Plastik und dann krieg ich auch keinen Stahl. Und dann bin ich arm und dann muss ich wieder betteln gehen. Das war die Absicht davon. So. Die wollen mich auf den Knien rumrutschen sehen. Sag das doch gleich. Wir haben nämlich ja kalt gekriegt. So. Haben wir da noch was Kleines, was wir nochmal machen können? Wir haben noch auf in die Lüfte. Das habe ich heute aber schon mal gemacht. Eine Bohnenstange. Bohnenstange. Ist mir zu bohnig. Komm, Bohnenstange haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Es ist nichts anderes mehr da. Alex hat alles aufgegessen und Gammelfleisch draus gemacht. Definitiv. Alles auf zur Bohnenstange. Ein bisschen vom Gemisch brennen lassen. Oh, auf in die Lüfte. Ja, das hatte ich heute schon. Das wäre sonst zu viel. So. Initialisierungsbefehl für Arctos Pharmabot JD7E bestätigt. Wird initialisiert. Bitte warten. Starte Selbstdiagnose. MSG TR in Ordnung. Loco in Ordnung. Kalk fehlgeschlagen. DISP in Ordnung. Leistungsfähigkeit 75%. Gesamtdiagnose in Ordnung. Starte Wartungsprotokoll Projekt Bohnenstange. Na, starte mal. Ich bin hier noch am Looten. Ich komme gleich. Gebe vorgeschriebene Mitteilungen wieder. Für Projekt Bohnenstange werden experimentelle Gemische zur Steigerung von Ernteerträgen verwendet. Diese Verbindungen können bei Kontakt mit lebenden negativen Auswirkungen führen. Es wird empfohlen, sich an die Sicherheitsprotokolle zu halten. Aktiviere ich Sicherheitsprotokolle? Dispersionsmechanismus in 3, 2, 1. Stelle feindliche Aktivitäten fest. Muss noch ein bisschen bedieselt werden hier. Also meine Power-Rüstung ist bestimmt gleich super sauber rein. Kriegt noch nicht mal einen Schaden dadurch. Oh wei, nur noch eine Ratte. Los
Warnung erfolgreich eingesetzt an Standort Testfarm 014, Sprühort Alpha. Auf zum nächsten Sprühort. Wo eine weitere Ratte auf mich wartet. Ja, das war ja nicht wirklich reingeworfen. Hab sie trotzdem erwischt. Hihi. Sprühort Beta. Diskussion erfolgt. Na, wo ist die Ratte? Da war die Ratte. Die hatte ja echt nichts mehr zu lachen. Power-Rüstung reinigen, bitte. Mensch, die glänzt ja schon wieder fast. Jetzt hört er auf. Also ich glaube, er hat mich jetzt gereinigt. Wie sieht's aus? Ja, ja. Ein paar Kratzer sind drauf. Müssen wir noch neu lackieren. Testgemisch HEN Best erfolgreich eingesetzt an Standort Testfarm 014, Sprühort Beta. Jetzt kommt nochmal Geschichten am Lagerfeuer. Jetzt, wo ich mein letztes Event schon mache. Schlimm. Starte Einsatz des Gemisches. Bitte warten. Heute sind es aber nicht gerade Spaß damit dran investieren. Ne? Letztes Mal habe ich bloß eine gekriegt und jetzt kommen wir uns am Stück. Ja, dann funktioniert's. Am geilsten ist, wenn du das startest und du kriegst keine. Und dann kommt ein Verbrannter aus dem Wald. Ja, den Anverbrannten habe ich auch schon gehabt. Ein Verbrannter kommt dann aus dem Wald. Mehr nicht. Und dann stehst du da die ganzen 5 Minuten rum. Also eigentlich so wie Bohnenstange. Da kommt auch immer nur eine Ratze. Testgemisch Egg E erfolgreich eingesetzt an Standort Testfarm 014, Sprühort Gamma. Bohnenstange abgeschlossen. Gut. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.